Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog von mir. Heute begeben wir uns zur Fleischerei Voss nach Delbrück. Der hat eingeladen und mich gebeten, dort etwas zu grillen. Der Bitte bin ich nachgegangen. Demnach fahren wir dort heute hin und auf diese Reise möchte ich euch gerne mitnehmen. Eine Viertelstunde gefahren, sind wir schon da, alles ist zusammengepackt und ja, jetzt gucken wir uns erstmal an, wo wir uns heute genau befinden. So, wie ich vorhin gezeigt, wir sind angekommen, stell dich kurz vor. Ja, hallo, ich bin Michael Voss, Inhaber der Fleischerei Franz Voss in Delbrück. Wir machen heute unser erstes Steak-Testing, haben super Leute dabei, freuen uns riesig, wenn ihr kommen solltet, Wetter wird gut, kommt und klappt schon. Ich gehe jetzt erstmal dahinter, bereite auch noch ein bisschen was vor, denn es gibt von meiner Seite auch ein paar Sachen und zwar unter anderem die Grillgranaten, kennt der Michael auch noch nicht, bereite ich schon mal vor und ihr seht dann später im Rezeptvideo, wie es geht. Ist das ein Gefühl, du kommst in den Laden rein oder in eine Fleischerei und da steht dein Gewürz. Ist das nicht mega? Vor kurzem erst veröffentlicht und ist heute halt wirklich bei ihm erst angekommen. Ihr könnt es halt wie gesagt in den Shop bestellen. Ich verlinke das hier unten nochmal in der Infobeschreibung. Ja, jetzt heißt es erstmal in die Hände spucken. Auf geht's. Ja, kaum bin ich hier angelangt, muss ich auch schon arbeiten und zwar nach Grillgranaten. Das Rezept seht ihr wie gesagt später bei uns auf dem Blog. Ja, und ich bereite das jetzt erstmal ein bisschen vor. Anni fängt für euch so ein paar Detailaufnahmen ein, was es hier so gibt. Ja, und ich mache erstmal die Grillgranaten rein. Ja, die Grillgranaten sind schon drin. Wir können mal kurz reingucken, wenn ihr wollt. Da sind sie mittlerweile. Ich drehe mal die Kamera gleich und dann seht ihr ungefähr, wie voll das hier in etwa ist. Also ich bin halt sehr, sehr froh, dass ich hier bin und dass ich auch ein bisschen was machen kann. Danke nochmal für die Einladung, bin ich sehr gerne nachgekommen. Ja, und dann schaut euch mal die Leute. Ja, bisher einiges gegrillt. Das heißt, die Grillgranaten sind sehr gut angekommen. Ich hatte vorhin einen Tomahawk noch gemacht, das habe ich euch vergessen zu sagen. Und was ich jetzt halt noch mache, ist halt ein Bisticca Fiorentina. Genau, das habe ich nämlich angeknuspert, habe das auf der Sizzleton angeknuspert. Liegt jetzt da schon im Olivenbett. Und dann habe ich hier noch ein bisschen was. Und zwar ist das ein Margalitza Kotelett im Rotweinrauch. Das lasse ich jetzt reverse grillen. Das heißt, ich lasse es dort auf Kerntemperatur ziehen, ich sage jetzt mal so bei 54 Grad und knusper das dann gleich an und dann wird es dann auch gleich nochmal in die Gäste gehen. Ja, zum Tag heute nochmal, ist halt sehr, sehr cool geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Danke nochmal für die Einladung, ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier und komme gerne jederzeit wieder. Für euch nochmal die Info und zwar, wenn ihr in der Nähe seid, schaut einfach hier in Delbrück bei der Fleischerei Voss einmal vorbei. Wirklich top Qualität, die ihr hier bekommt. Ja, ich grill der Ball mal weiter und ja, freue mich schon, wie es weitergeht. Der Tag ist heute vorbei, der Akku ist ja hier auch leer. Ihr habt schon sehr, sehr viele Szenen gesehen und muss mich jetzt auch dementsprechend verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf meinen Blog nach auf tobias.grill.de.